Servus und willkommen zurück zu Conan Exiles, zur ersten Aufnahmerunde nach dem, ja, von Funcom recht vermurksten letzten Update, wo ja die Begleiter angepasst wurden, gerebalanced wurden und auch die Bosse und noch ein paar andere Änderungen für die PvP-Leute. Sind ja die Avatare jetzt zurückgekommen. Zum PvP-Bereich, da kann ich natürlich nichts sagen, ich spiele kein PvP, das interessiert mich auch nicht besonders. Was das PvE angeht, da habe ich ja jetzt ein bisschen auch offscreen schon gespielt und auch rumprobiert. Und ich muss sagen, also für die Probleme, die jetzt dieses Update die letzten Tage für die Spieler verursacht hat, im PvE-Bereich, es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Es spielt sich noch genauso wie vorher, nur die Zahlen haben sich geändert. Wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, die Thralls wurden genervt und zwar richtig heftig. Mir mal gucken, meine Dalinzia, die hatte vorher, ich glaube, über 13.000 Hitpoints, die hat jetzt gerade mal noch 8.000 und auch der Schaden wurde enorm reduziert. Zumindest bei den Thralls, die ihr jetzt neu platziert, alle alten Thralls, also die, die schon stehen, die ihr schon platziert habt, die haben ihre alten Schadensmultiplikatoren noch. Da wurde praktisch nur die Hitpoints genervt. Es ist einfach mal wieder, meiner Meinung nach, dieses Update, was Funcom jetzt rausgebracht hat. Sie haben in der Vergangenheit echt gute Updates gebracht. Ich mecker auch nicht schnell, aber dieses Update hier war komplett unnötig. Vor allem Funcom wollte ja eigentlich, dass das Ziel ist ja oder war ja von diesem Update so ein bisschen, ja, der Spieler soll wieder der Held sein und nicht nur die Thralls. Das Ziel haben sie komplett verfehlt mit dem Update, denn es hat sich, wie gesagt, spielerisch überhaupt nichts geändert. Dadurch, dass ja auch die Bosse von den Hitpoints her genervt wurden, spielt sich es noch genauso wie vorher. Die Thralls, die früher extrem stark waren, sind jetzt halt einfach eine Ecke schwächer. Und ja, das war es aber auch schon. Das Spiel ist nicht schwerer geworden und man kann immer noch den Thrall alles machen lassen. Allerdings gibt es jetzt einen neuen Geheimtipp, den man sich holen sollte. Und den sehen wir hier, das ist Bestienmeister Taimos. Wo ihr den bekommt, das schauen wir uns heute noch an, weil wir wollen eh hinter in die Bukanierbucht, weil wir uns auch ein neues Reittier holen wollen. Und Bestienmeister Taimos, wenn ich jetzt den hier mal angucke, der hat immer noch 13.000 Hitpoints. Unglaublich, der kriegt pro Level unglaublich viele Hitpoints dazu. Der wurde ja auch genervt, ne? Aber, also der hat vorher noch viel, viel mehr gehabt. Aber der hat jetzt hier bei 32 Vitality plus 13, der hat recht gute Perks, der hat ziemlich gute Perks bekommen. Hat er halt 10.000 Gesundheitsbonus, ne? Das ist echt viel. Und der macht da ordentlich Schaden. Das ist jetzt einer von den neuen. Also der ist vom Schaden her schon genervt. Der hat jetzt einen Schadensmultiplikator von, weiß ich nicht, 2,2 oder so. Ungefähr. Der alte hatte 3,7, glaube ich. Das ist einer von den alten noch. Der wurde auch genervt. Aber der hat noch einen alten Schadensmultiplikator. Aber wir nehmen heute mal, einfach um auch mal zu sehen, wie ist es, wenn man einen neu platzierten Thrall hat. Nehmen wir den hier mit. Der trägt jetzt hier übrigens die makellose argosanische Phalanx-Rüstung. Die habe ich dem mal gegönnt. Die hat einen Vitalitätsbonus. Meiner Meinung nach jetzt mit dem Damage-Nerf macht es einfach mehr Sinn, die Thralls auf Vitality zu skillen, weil das einfach mehr bringt. Vor allem, wenn man wie wir hier auf dem Server mit einer Endgame-Mod spielen. Wir haben ja Extended Endgame Weapon Arsenal drauf. Und da sind die Gegner natürlich deutlich härter. Und ich hoffe, dass der Mod-Autor hier auch nochmal nachjustiert, was die, vor allem was die Bosse angeht, weil die richtig übel sind und natürlich jetzt deutlich schwerer sind als vorher. Und die waren vorher schon schwer.
Der hat eine coole neue Waffe, Mace of the Night. Das ist eine Waffe, ein Streitkolben mit Critical Hits. Ja, es gibt bei der Mod wieder Crit-Waffen. Ich habe auch eine, nämlich die hier, Maul of the Berserker. Auch mit Crit-Hit. Werdet ihr noch sehen, wenn wir damit kämpfen. Die gehen richtig gut ab. Wo man die bekommt, sehen wir auch. Denn wir, ich nehme jetzt den mal hier mit. Denn wir werden jetzt in die Bukanierbucht aufbrechen und uns dort ein neues Reittier holen. Dort kann man sich nämlich Katzen als Reittiere holen. Also zum Beispiel einen Säbelzahntiger oder sogar ein Sandbeast. Schuhschnäbel gibt es, glaube ich, auch als Reittiere. Oh. Und dann nehmen wir uns gleich noch einen weiteren Beastmaster mit und werden einen der neuen Worldbosse versuchen umzunieten. Ja, das machen wir jetzt. Damit ihr auch mal ein paar von den neuen Mod-Inhalten seht, die hier mit dabei sind. In den letzten Folgen haben wir uns ja den ersten Dungeon angeguckt. Und der war schon richtig cool. Und heute schauen wir uns mal an, was es in der Bukanierbucht zu entdecken gibt. Jetzt schaue ich bloß mal, ob ich alles dabei habe, was ich brauche. Ich habe mir jetzt mal ein paar Schlangenpfeile mitgenommen für den Bosskampf. Genügend Heilpfeile, Bufffood, das schmeißen wir mal weg hier. Das kann man hier auch wegschmeißen. So. Und dann können wir nämlich mal los. Wir nehmen unser Pferd mit. Und dann müssen wir los zu Dagons Auge. Ja, nochmal kurz zu dem Update. Also für mich ist das wirklich unverständlich. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Funcom, dass die ihr eigenes Spiel spielen, weil die müssen doch gemerkt haben, dass das, was sie hier tun, im PvE-Bereich, das mag alles, wie gesagt, dieser reduzierte Schaden fürs PvP mag das Sinn machen, das weiß ich nicht, ja, aber fürs PvE war das einfach absolut unnötig. Diese ganzen Änderungen sind fürs PvE absolut unnötig. Und wenn mir dann Spieler erzählen wollen, es ist jetzt so viel fordernder oder besser als vorher oder schwieriger oder... Nein, einfach nein. Diese Leute belügen sich selbst. Muss man einfach sagen. Ich meine, es ist für Solo-Spieler, also Leute, die ohne Thralls spielen, jetzt einfacher geworden. Weil natürlich die Bosse bei Weitem nicht mehr so viel Hitpoints haben wie früher. Aber ansonsten, es ist im Endeffekt eher noch einfacher geworden, was Vanilla-Content betrifft. Was natürlich Mod-Content betrifft, wie zum Beispiel Age of Calamitous. Ich meine, das spielen wir hier nicht auf dem Server, deswegen ja, kann ich da nur vom Hörensagen reden, aber was Age of Calamitous betrifft oder eben Extended Endgame Weapon Arsenal betrifft, ja, da habe ich natürlich jetzt ein Ungleichgewicht drin, weil das jetzt noch, das ist ja eh schon fordernder Content und jetzt ist es natürlich noch schwerer. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Hosef, also der Mod-Autor hier von der Endgame-Mod hier, da noch jetzt ein bisschen nachjustiert, damit das dann wieder passt. Ja, das war ja so schlimm mit dem Update, da waren die Server verschwunden, es konnte keiner mehr verbinden, man hatte dauernd Client-Crashes und teilweise haben die Leute sogar ihre Charaktere verloren, da waren dann die haben sich eingeloggt und dann waren die Charaktere weg und man musste einen neuen Charakter anfangen und also ganz, ganz schlimmes Update, furchtbar, da haben sie wirklich alles verkackt, was ging. Und ich bin ein Conan-Fanboy, ja, also bei mir kann sich Funcom wirklich einiges erlauben, bevor ich da zu meckern anfange. Und aber dieses Update, ich verstehe nicht, was sie damit überhaupt gemacht haben. Das ist, statt mal
wirklich im Endgame, das Endgame interessant zu gestalten. Die Bosse brauchen ein komplettes Rework. Die, die sind einfach langweilig. Die ganzen Worldbosse und so, die sind stinkend langweilig. Ja, statt da mal anzugreifen und das mal alles irgendwie cool zu machen. Nö, da nervt man dann einfach was. Nerven können sie gut. Vor allem dann immer für die PvP-Community und die PvEler schauen dann in die Röhre. Aber, ach, nee, ich reg mich jetzt gar nicht weiter auf. Wir wollen uns ja hier ein bisschen was vom Spiel anschauen, vom neuen Content anschauen und nicht so viel hier abmeckern. Also, wir befinden uns hier, in der Buccaneerbucht. Ich zeige euch gleich auf der Karte, wo das ist. Wenn wir die hier alle gekillt haben. Töte ihn. Ja, das war jetzt so ein Crit-Hit. Die haben so eine coole Animation. So, stellen wir mal das Pferd hier hin. Sehr zu empfehlen übrigens, wenn ihr mit dem Pferd unterwegs seid, hier mit einer Pike zu kämpfen, also mit einem Speer, besonders gut geeignet hier der, mit der Giftpike, weil man dann Blutung und Gift stacken kann auf den Gegner vom Pferd aus, das ist ziemlich cool, auch sehr geil gegen Bosse. So, ja, ich wollte euch zeigen, wo wir sind. Also, wir sind hier hinten in der Buccaneerbucht, hier, und hier, da wo diese ganzen Tierhändler auch stehen, da gibt es jetzt einen neuen Händler. Das ist der hier, der von dem Käfig hier kniet. Und zwar der Rarity Trader. Und der hat coole neue Items. Und zwar hat der hier diese ganzen Waffen. Und das sind alles Crit-Hit-Waffen. Da gibt es Crit-Hit-Waffen wirklich für jede Waffenkategorie. Alles, was ihr haben wollt. Hier ist zum Beispiel eben dieser Maul of the Berserker. Ja, Schwerter und ihr kriegt hier wirklich, das würde mich mal interessieren, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung, ein Anker. Und die kosten immer einen Token of Choice. Und den kann man hier auch craften. Und für diesen Token of Choice braucht man einen Master Skeleton Key und 120 Gold. Den Master Skeleton Key, den könnt ihr in eurem Handwerksinventar hier craften. Da ist er, Master Skeleton Key, und der kostet 5 Dietriche. Also 5 Dietriche könnt ihr in einen Master Skeleton Key verwandeln. Ihr braucht also hier für diesen Token of Choice 15 Dietriche. Gibt noch Elixir of Life, das ist irgendwie ein Health, ein Spezialelixier, aber das ist schon ziemlich teuer. Temperaturimmunität, das ist extrem teuer. Haben sie hier zweimal? Ach so, kann man auch hier nochmal. Okay. Für verschiedene Kosten. Lotus Flower Kit, keine Ahnung, was das ist. Und hier gibt es jetzt unten die neuen Reittiere: verschiedene Schuhschnäbel, ein Ostrich, ein Strauß. Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, Strauß müsste sein. Ein Löwen, ein Säbelzahn und hier sogar ein Sandbeast. Oder ein Tiger oder ein Panther. Die Schuhschnäbel kosten 15 Totems und 30 Goldmünzen. Die Katzen sind etwas teurer. Die kosten 40 Totems. Und ich habe... Nein, ich habe jetzt tatsächlich nicht genügend Totems dabei. Ja, super schlau wieder gemacht. Ne, ich habe nur 30 mitgenommen. Ich habe gedacht, die reichen. Ja, Pustekuchen. Und hier brauchen wir auch nochmal, für den Sattel brauchen wir auch nochmal was. Also, wir müssen dann nochmal zurück nach Hause und uns nochmal Totems holen. Echt, echt blöd. Und was wir uns dann holen, ich weiß nicht, entweder ein Sandbeast oder einen Säbelzahn. Eins von beiden, da hätte ich Bock drauf. Und dann braucht man hier noch einen Sattel dazu. Also wir brauchen insgesamt, ja, ich nehme einfach alle Totems mit, die ich habe. Diese Totems sind ja auch so ein Spezial-Item, das es von der Mod gibt, über die Mod gibt. Und die kann man jetzt hier praktisch eintauschen.
Okay. Wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Pferd hingestellt? Ich. Ah, da draußen. Okay, dann schauen wir jetzt erstmal zu dem Boss. Und versuchen, den zu töten. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich hoffe es. Das sind nämlich echt harte Viecher. Und die Köpfe von denen kann man beim an den Bounty Boards eintauschen gegen Belohnungen. Das sind praktisch neue zusätzliche Weltbosse im Endeffekt. Und die droppen spezielle Köpfe. Ich lasse jetzt mein Pferd mal hier. Wir gehen zu Fuß weiter. Ich lade mir gleich mal die Schlangenpfeile in den Bogen. Ja, 273 Schaden mit einem Crit. Das ist natürlich schon, das ist schon ordentlich. Jetzt laufen wir mal da zum Strand. Da gibt es ja auch einen Krokoboss. Der ist da hinten irgendwo. Da seht ihr schon den neuen Boss. Hier ist der Krokoboss. Da. Und hier ist dieser neue Boss, dieser neue World Boss von Extended Endgame Weapon Arsenal. Und wir versuchen jetzt mal. Oh Gott, kann man vorbeigeschossen. Wir versuchen jetzt mal, den zu killen. Ich glaube, von dem sollte man sich nicht treffen lassen. Jetzt ist es natürlich Kacke. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der läuft jetzt hier so blöd im Kreis, dass mein Thrall ihn nicht trifft. Weil der sollte jetzt mal die Aggro ziehen. Ja, der hat irgend so eine Giftaura. Schädliches Gas, ja. Okay, wir machen das anders. Jetzt ich laufe erstmal hier weg in die Richtung. Weil das kriegen wir sonst nie hin. Hat er ihn jetzt? Jetzt komm mal. Hier, greif mal an. Ja, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Willst du den jetzt mal bitte endlich? Der ist so schnell. Verstecken wir uns hier. Ja, jetzt. Komm, jetzt. So ist es gut. Seht schon, wie viel Schaden der macht. Das ist verdammt viel. Und er hat über 30.000 Hitpoints. So, wir müssen jetzt mal abhauen. Der tötet uns so. Ach du Scheiße. Schnell weg. Schnell weg. Richtig schnell weg. Ihr seht schon, wie viel Schaden der bei einem super ausgerüsteten Thrall macht. Der One-Hitted-Spieler. Also der macht exorbitant viel Schaden. Das Gute ist bei diesen Gegnern hier,
von Extended Endgame Weapon Arsenal. Die resetten nicht gleich wie die Vanilla Mobs. Das heißt, ihr könnt euch da zurückziehen und heilen. Der braucht eh hier nochmal so einen. Den da. Also nehmt hier wirklich genug Heilpfeile mit. Den Boss kann man eigentlich wirklich nur von dem Thrall tanken lassen, weil er einfach Spieler würde der One-Hitten. Da bin ich mir absolut sicher. Und das ist halt genau so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, ja, das wird jetzt einfach so brutal schwer durch die genervten Thralls. Meinen kriegt man schon down, man muss halt immer mal wieder weg und der Timus, der hat jetzt hier 13.000 Hitpoints, aber ihr habt auch gesehen, wie schnell die runtergehen bei dem Boss hier. Also der haut Kellen raus, die sind kein Joke, also wirklich, überhaupt nicht. Los geht's, Timus, wir versuchen es wieder. Naja, wir haben schon ein Drittel haben wir schon errunden von den Hitpoints. Schießt dauernd vorbei hier. Ja, jetzt hat er mich wieder am Arsch. Gute dabei ist natürlich, solange er mir hinterher rennt, bekommt Timus keinen Schaden. Also hier braucht man wirklich eine Gasmaske bei dem Kollegen. Der verteilt ja auch irgendwelches krasses Zeug. So, wir ziehen uns mal zurück, bevor Timus wieder hier auf ein kritisches Level kommt. Also es geht hier mit den Bossen, weil man hier auch draußen, ist natürlich gut, weil man hier weglaufen kann, ne? Und die halt nicht resetten, da kann man eine kleine Regenerationspause machen. Das geht. Ah, er läuft uns noch hinterher. Lauf mal bis hier hinten. Ja, jetzt hat er aufgegeben. Mach mal die Heilpfeile rein. So, dann ist er wieder voll. Schlangenpfeile rein. Und auf geht's.